Ja, moin moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute an dem historischen Tag, könnte man nahezu sagen, denn unser Aal bekommt endlich einen Namen. Und ja, Matti, die User waren sehr kreativ, oder? Sehr kreativ. Was war denn sogar das Spannendste? Boah, ich habe mir so ein paar Favoriten mal rausgesucht, die ich hier aufgeschrieben habe. Also Alligator fand ich ganz nett. Mhm. Karl-Heinz, mit Doppel-A geschrieben, natürlich. Al-Ilton, ne, als Fußballfan, klasse. Donald. Sagt mir gar nichts. Passend zur Katze. Donald von einer gewissen Hanna Thalhammer kam dieser Vorschlag. Keine Ahnung, wer das ist. Mein persönlicher Favorit, Al-Bundy. Oder Al-Bundy ausgesprochen, okay, dann im Deutschen. Fand ich doch, waren viele dabei. Was war dein Vorschlag? Ja, meiner war Dieter. Okay. Ein Like bekommen, ein mitkriegen. Schade. Ja. Aber man muss sich ja trotzdem irgendwie entscheiden, ne? Ja. Und wir wissen jetzt aber noch nicht, wer die Favoriten sind. Deshalb weiß ich jetzt noch nicht, wer soll denn das jetzt entscheiden? Ja, eine unabhängige Instanz zum Beispiel. Ja, eine unabhängige Instanz. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier live bei der Entscheidung um den Namen des Aals. Oh. Daisy geht dran, entscheidet sich. Yes! Die Katze hat sich entschieden. Für den grauen Napf, und ich denke, jetzt können wir auch mal kurz auflösen. Ja, das Würdest du denn wir die Katze nehmen? Ich nehme den Napf. Okay. Schauen wir mal welcher. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Und es ist tatsächlich. Es ist Donald geworden. Damit ist die Entscheidung gefallen. Unser Aal heißt Donald. Ja. Getauft werden muss er ja nicht mehr, ist ja schon im Wasser. Donald, was sagst du zu deinem neuen Namen? Ja, ich glaube, Donald ist sprachlos, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Filmtipp, und zwar den Film Nordstrand. Dort steht Volker vor einer schwierigen Entscheidung. Sein Bruder Martin will die Familie wieder einen. Volker hat ein bisschen was dagegen, aber schaut euch am besten selbst ein paar Bildausschnitte an. Ich würde nicht mal auf Ihre Beerdigung gehen. Aber warum bist du dann hergekommen? Weil ich das Haus verkaufen will. Fühlst du dich denn als Opfer? Natürlich, aber ich heule deswegen nicht rum. Ich will halt nach vorne blicken. Ey, wenn das hier unser Abschluss ist, ne, dann möchte ich auch noch einen letzten Kuss haben. Okay. Also einen richtigen. Jetzt machst du hier einen auf großer Bruder. Kannst du dir nicht vorstellen, dass mich das nervt? Jeder muss irgendwie klarkommen. Auf Volker. Sehr gut inszeniert, aber stellenweise fand ich ihn etwas nüchtern und deswegen gebe ich 4 von 5 Daisies. Ja, also ich fand den Film jetzt nicht ganz so top, muss ich sagen. Stellenweise sehr verwirrend und immer wieder Seitenstories kamen da rein, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Positiv auf jeden Fall die Schauspieler, die das richtig gut gemacht haben. Insgesamt vergebe ich 3 von 5 Donalds, wie ich ja jetzt sagen darf. Ja. Und damit verabschieden wir uns schon wieder. Für euch gilt nach wie vor liken, klicken, sharen. Wir melden uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.